Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim. Darko ist gerade offline gegangen. Abendessen. Dann nutze ich die Gunst der Stunde und dachte mir, ich gehe ein bisschen unterwegs farmen, also Himbeeren, weil wir ja durch dieses Gebiet der Ebene diese sogenannten Moldberries haben. Und damit kann man jetzt natürlich besseren Trank herstellen. Und zwar ist das der mittlere Ausdauertrank. Und ich brauche ein bisschen Platz im Inventar, um den herzustellen. Und ich würde sagen, wir hauen einfach mal raus hier. Und ich brauche wieder Platz. Nice. So, dann nochmal herstellen. Ich muss jetzt leider Gottes mal das rauswerfen. Das sammeln wir aber dann gleich wieder ein. So, so. Das war geringe Ausdauer, also kommt der Spaß hier rein. Die Moldenberries hatten wir, ich glaube, hier drin, ne? So, und jetzt kommt noch die Mähdmischung sehr gesund dazu. Ja, das lohnt sich. Sind wieder zwei Plätze frei. Mal gucken, das da drauf. Die gelben Pilze kann man erstmal wieder zurückpacken. Da haben wir ja nicht so viel verbraucht. Sehr gesund natürlich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier war die Ausdauer. Hier war nichts drin, ne? Wo war der gesunde Met? Köstlicher Met. Ach, da haben wir sogar noch welchen. Lull. Egal, lieber zu viel als zu wenig, würde ich sagen. Und dann sortieren wir uns das hier auch gleich nochmal. Post nicht rein. Nicht gut. So. Das kommt hier oben rein. Der Blutsack war hier mit drin. Dann kommt das hier rein. Das ist leer. Das ist der Honig. Ja. Müssen wir das so machen. Geht nicht anders. Ganz kurz was futtern. Und mal schauen, wie es mit dem Eisen aussieht. Okay, die Öfen sind fertig. Oder fast fertig. Ja. Über 50 Eisen haben wir jetzt. Ich und Darko haben im Übrigen zwei Kryptas komplett weggemacht. Und eine angefangen, aber wir hatten so viel. Unser Boot war komplett voll. Ich hatte 76 Eisen oder so im Gepäck. Und wir waren extremst überladen. Ich konnte mich im Boot einfach keinen Meter bewegen. Aber ja, wir haben es doch hierher geschafft. So, da würde ich sagen, das und das. Da fangen wir mit der ersten Rüstung an. Die braucht noch Hirschfell,
Eisenhelm, Hirschfell. Hirschfell haben wir hier. So, eins. Zwei. Und für den Helm reicht es natürlich nett. Vier Stück noch. Die müssten wir sogar hier haben. Ne, zwei. Drei. Guck, eins noch. Ne, nicht das. Und jetzt weiß ich auch wieder, für was wir die Ketten benötigen. Und zwar für ein weiteres Upgrade. Und zwar ist es das da. Der Blasebalg. Das war das Upgrade, für was man die Ketten braucht. So, also, die erste Rüstung haben wir fertig. Das ist natürlich meine. Aber keine Sorge, Darko kriegt auch noch eine Rüstung. Dann wollen wir die mal anziehen. Und ja, wir sehen eher aus wie ein Typsi aus dem Mittelalter als wie ja ein Wikinger. Aber das ist nicht so schlimm. So, dann kommt die zweite Ersatzrüstung hier mit rein. So. Und Darko kriegt natürlich auch noch eine. Und wir machen den Blasebalg. Ich will wissen, wie das vonstatten geht. Ob man den nur in der Nähe braucht oder ob man den da richtig ranbauen muss. Hirschfell und Holz, das haben wir doch alles. Und ich hoffe, ich habe das richtige Holz. Ja! Ich glaube, das kommt von hinten ran, oder? Täusche ich mich da jetzt? Cheat, cheat, cheat. Die sieben. Hä? Hä, kommt das nicht da ran? Hä? Schmiedeblasebalg, Schmiedeverbesserung. Die Schmiede ist hier. Lol, wie nah muss denn da dran sein? Ja gut, das ist... ja. Das wird noch ein Spaß werden. Hier. Wenn das da ran muss, dann müssten wir die Kühlvorrichtung normalerweise wegmachen. Außer natürlich, wir können den ein bisschen nach da in die Ecke verfrachten. Und das geht natürlich. Nice.
So, und das kann jetzt nicht sein. Es müsste nämlich eine Stufe 6er Werkbank sein. Stufe 5 sogar. Also... werden wir den da wegmachen. Den Blaseball, kann ich den? Ich will den doch einfach nur da ransetzen. So. Die Werkbank kommt wieder hier hin. Bitte seine Fünfer, bitte seine Fünfer. Ja, es ist eine Fünfer. Und jetzt brauchen wir noch den Eimer. Können wir den hier hintersetzen? Nee. Können wir den hier davor setzen? Ja. 6er Upgrade. Aber hatten wir nicht für die Werkbank genügend Upgrades, dass das eigentlich auch schon auf 6 kommen müsste? Schmiede, 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 Schleifstein. Wo hab ich denn den? Ach, der ist hier draußen. Ne, falsch. Schmiede. Schmiede. Steinmetz. Werk ist 1 für die Werkbank. 2 für die Werkbank. 3 für die Werkbank. 4 für die Werkbank. Plus das 1, was es allgemein schon ist. Sind wir bei 5. Genau. Passt also. Hier. Rein damit. Du hast keine Kohle mehr. Wir brauchen Weltspeicher. Wir brauchen wieder Holz. Das heißt aber auch, dass wir bald mehr Platz brauchen. Ich glaube, das Haus wird noch um einiges größer werden, wenn das so weitergeht. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. So, das erstmal wieder da. Das erstmal wieder hier rein. Ja, jetzt müssen wir abwarten. Und Eisen nachlegen. Ach nee, hier. Tü. So, da haben wir die Ketten auch für was gebraucht. Das ist sehr nice. 4 Eisen für so ein Eisengittertor. Bronze, Kohle und eine Kette. Und eine Schmiede brauchen wir dazu. Haben wir in der Base noch eine Schmiede stehen? Nee. Ich stelle trotzdem just for fun einfach, oder ich nehme das Zeug einfach mal mit und wir gucken mal, wie das aussieht. Bronze. Kette und was noch? Kohle. Wow. Ja, okay, ja. Oh,
Oh! Nice! Oh, ich brauche schon wieder Kohle. Aber hey, das sieht ja mal Baba aus. Also, ich finde das geil. Ganz ehrlich, da bauen wir doch hier hin rein. So. Haben wir hier auch immer Licht drinne. Die Ketten waren beim Eisen mit drinne. Darkus-Rüstung rückt auch immer näher. Das ist nice. Dann geht's an die Waffen. Wir können ja für Dark schon mal das erste Rüstungsteil herstellen. Holz brauche ich wieder, glaube ich. Ne, Holz brauchte ich nicht dazu. Er kriegt als erstes die Beinschiene. So. Ach, der Hammer. Ich mach das mal da hoch. Da sehe ich, wie viel ich davon habe. So. So, aber jetzt 9er. Das heißt noch 31 Stück, 30 Stück. Das ist zwar nicht gerade effizient, was ich hier mache, aber gut. Was futtern zwischendrin würde schön sein. Na komm, Kohlestückchen. Habe ich jetzt alles an Kohle verballert oder habe ich hier noch was drin? Oh, ist nichts mehr drin, aber klar. Ich bin zu voll. Dann lass mich wenigstens noch ein Stück hier vorgehen. Immer noch zu voll. Ich habe gerade ernsthaft Rauchschaden bekommen. Läuft. Ja, das zweite Teil ist auch gleich dran. Eisen. Müssen wir wieder nachlegen. Ich glaube, hier drüben auch. Ja. Komm, sammel ein die Kohle. Dabei oder noch nicht angefangen? Ich bin schon mitten in der Aufnahme.
Aber die Aufnahme ist gleich zu Ende, die geht lang genug. Kannst gleich im Haus bleiben, wir können uns gleich erstmal hinlegen. Oh, ich bin immer noch zu schwer, leck mich am Arsch. Immer noch? Ja. Ich sehe da schon was, was ich haben will. Ich bin schon dabei. Einen Teil habe ich schon für dich. Deswegen will ich ja, dass wir uns hinlegen. Deswegen, ja, dann werde ich das jetzt noch in der Aufnahme fertig machen. So. Oh, ich hab's. Wow. Ey, du bist ein Held. So, das da. Noch. Dann hast du deine drei Teile. Frag vorher, ist die Stufe 1 denn besser als Stufe 3? Oder sollte man eher bei Bronze jetzt erstmal bleiben, bis wir die aufgewertet haben? Keine Ahnung. Ich schaff's nicht mal bis ins Haus, also. Ich schaff es nicht mal bis ins Haus. Wir müssen aufhören, so viele Karten zusammen zu haben. Dann hör auf anzupflanzen erst einmal. Nee. Die werden weggemacht. Auch Platz in den Kisten. Kann ich ja mal ganz kurz vergleichen gehen. Guck mal, wir haben neue Kronleuchter. Und hat uns kein Eisen gekostet. Nur ein Kupfer. Eine Kette, ein Kupfer und ein. Ein Bronze, eine Kette und ein zweimal Kohle. Reichen die eigentlich aus, um schlafen zu gehen, oder? Ich weiß es nicht. Haltbarkeit technisch hat die Eisenstufe 1000, die Bronzestufe 3400, Rüstung 12, die Bronze, Rüstung 14, die Eisen. Also Eisen ist besser. Okay. Ist auch von der Haltbarkeit her, aber... Ja. Das kriegt man doch easy peasy hin hier. Ja. Ei? Anwesend. Der Bienenplatz ganz rechts, hier steht, die Bienen brauchen mehr freie Fläche. Das Banner ist, glaube ich, im Weg. Ja, Moment. Ich sag's nur. Du komm mal zu mir. Eins, zwei, drei. Bitteschön. Ich hab nur zwei. Hier vor, hinter mir direkt. Achso. Ja, wegen dem Boden fällt das kaum auf.
Macht uns allerdings natürlich gleich nochmal einen Ticken langsamer. Aber gibt mehr Schutz. So, da würde ich jetzt ganz kurz die Folge hier beenden, ne? Und bis gleich. So, ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen. Wenn ihr lasst gerne einen Daumen nach oben, dann lasst Kommentare und schaffen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.